Dossier der Talmor. Ulfric Sturmmantel. Status: Aktivposten. Unkooperativ. Gläfer. Abgesandten Genehmigungsstufe. Beschreibung: Jarl von Windhelm, Anführer der Sturmmantelrebellion, Veteran der kaiserlichen Armee. Hintergrund: Ulfric erregte zum ersten Mal während des Ersten Krieges gegen das Kaiserreich unsere Aufmerksamkeit, als er im Zuge der Kampagne um den Weißgoldturm gefangen genommen wurde. Im Verhör erkannten wir sein Potenzial. Er war der Sohn des Jarl von Windhelm und er wurde der Vernehmungsleiterin als Aktivposten zugewiesen. Sie ist heute als erste Abgesandte Elnwen bekannt. Man macht ihn glauben, dass Informationen, die wir bei seinem Verhör erhalten hatten, für die Eroberung der Kaiserstadt von größter Bedeutung waren. Dabei war die Stadt in Wirklichkeit schon gefallen, ehe er zusammenbrach. Dann ließ man ihn fliehen. Nach dem Krieg wurde der Kontakt zu ihm hergestellt und er erwies sich als wertvoller Aktivposten. Der sogenannte Markart-Vorfall war besonders nützlich, was unsere strategischen Ziele in Himmelsrand betrifft, auch wenn er zur Folge hatte, dass Ulfric direkte Kontakte fortan generell ablehnte. Operative Anmerkung: Die direkte Kontaktaufnahme bleibt im Bereich des Möglichen, im äußersten Notfall. Ansonsten sollte der Aktivposten als Schläfer betrachtet werden. Solange der Bürgerkrieg andauert, ohne dass sich ein klarer Sieger abzuzeichnet, sollten wir uns heraushalten. Der Vorfall bei Helgen mag als Beispiel für eine Situation dienen, in der Ausnahmen gemacht werden müssen. Ulfrics Tod hätte die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der Kaiserlichen drastisch erhöht und unsere Position in Himmelsrand im Ganzen geschwächt. Ein Sieg der Sturmmäntel muss jedoch ebenfalls vermieden werden, also sollten selbst eine indirekte Unterstützung der Sturmmäntel mit größtem Bedacht erfolgen. Hinweis: Das zufällige Auftauchen des Drachen in Helgen wird derzeit noch überprüft. Man könnte daraus den offensichtlichen Schluss ziehen, dass jene, die hinter den Drachen stecken, auch an einer Fortsetzung des Krieges interessiert sind. Aber wir sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass deren Ziele mit den unseren im Einklang stehen.